Ja, hallo und herzlich willkommen bei einem ersten GTA 5, Let's Show Video. In diesem Let's Show werde ich natürlich, schon mal ein bisschen GTA 5 auf meinen Kanal bringen, werde ich die Videos, ein bisschen Gameplay zeigen. Und sobald ich den neuen PC habe, das ja relativ schnell jetzt geht, werde ich dann auch Let's Playen oder so. Muss nur schauen, ich kann nicht so ganz gut spielen mit der Tastatur. Ich würde wahrscheinlich ein Gamepad verwenden oder so. Aber die ersten zwei Missionen gingen echt gut und ich muss einfach ein bisschen lernen, wieder so zu stellen. Und ja. Ja, endlich ist es da. GTA 5. Und ich habe schon richtig viel Spaß und würde ich das den Spaß auch teilen gerne. Ich werde in dem Let's Show nicht unbedingt das Nötigste mal, also nicht, dass das halt jeder schon zeigt, sondern ein bisschen Spaß und Scherze treiben, ein bisschen die Landschaft erkunden, Freizeitaktivitäten machen und so weiter. Und sobald ich den neuen PC habe und auch schon auch ein bisschen bessere Grafik, werde ich dann natürlich auch das machen, was halt das Game schon alles zeigt. So, ja, ich möchte ein Auto. Muss ich halt erstellen. Nehme ich das. Ja, vor allem bin ich mega. Es ist einfach sehr cool, dass es in hohe Einstellungen geht. Es geht so in hohe Einstellungen. Nur das Anti-Aliasing, das nervt mich ein bisschen, das kann ich nicht anmachen, weil es so extrem viel Leistung verbraucht, aber es ist einfach nur krass, es ist cool, sieht einfach nur spitze aus. Und wieso kann ich hier nicht rein? Oder raus wieder, besser gesagt. Und es läuft komplett flüssig auf 47 FPS. Stellt euch das mal vor. 47 FPS, ich könnte noch höher die Grafik stellen, ich könnte sie noch um einiges höher stellen. Und ich will nicht auf die Autobahn. Okay, da geht's nicht so. Ich möchte nur zum Strand oder so, einfach mal ein bisschen entspannen, bis es hell ist. Und ja, ein bisschen das genießen. Ich ein bisschen zeigen, was die PC-Version so kann. Ich kenne leider die Konsolenversion nicht so. Ich habe extra mir nicht zu viel spoilern lassen. Also wenn ich jetzt nicht so rauskomme, tut mir es leid. Aber ja, ihr könnt mir sicher auch ein bisschen helfen, wenn ihr das wollt. Und ja, jetzt gehe ich dort. Irgendwie ist die Stadt ein bisschen verwirrend. Jetzt nach links kommen. So. Also die Steuerung von den Autos, die ist spitze. Ich hoffe, von den anderen Vehicles auch. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hin muss. Wahrscheinlich hier runter. Ja, also eben, Steuerung ist klasse. Grafik ist klasse. Gameplay ist krass. Das ist einfach nur mega spitz. Jetzt bin ich hier. Da drüben ist der. Da geht's gar nicht. Ich muss noch eins links. Uje. Vor allem in der Nacht. Also die Nacht sieht so richtig cool aus mit den Lichtern. Ich hoffe, man sieht es im Video auch recht gut, dass die Grafik einfach spitze ist. Detailliert. Mich stört nur ein bisschen diese Unschärfe-Effekte. Ich bin schon wieder falsch. Ja, wie soll ich sagen, dass am Ende so ein bisschen unscharf ist und ja, aber eben, ich finde es ein bisschen blöd, dass die Grafik immer meint, man müsste eine Filmgrafik und so haben. Und das will ich nicht so, ich will realistisch die Grafik haben. So, jetzt sind wir am Strand. Ich hoffe, es ist richtig, aber es ist wahrscheinlich nicht. Ja, hier kann man so viel. Ja, das sieht doch bei GTA San Andreas ist es genau gleich so. Und hier das Fitnessstudio ist irgendwo.
es nicht hier, aber irgendwo in der Nähe. Was sind das für Gebäude? Bungalows. Ist das dort vorne? Dort ist das Riesenrad, sehr schön. Sind wir richtig. Hier ist eine Halfpipe. Das ist Skatepark. Ja. So, werde wieder Tag, bitte. Ich gehe jetzt mal noch. Dort ist wahrscheinlich das Fitnessstudio. Ich weiß es nicht. Also, ich hoffe, es gibt es noch. Aber ich denke schon. Da war ja nichts. Muss es hier sein? Hier ist ein komischer Baum. Das ist gar kein Baum, das ist eine Statue. Okay. Sieht von weitem wie ein Baum aus. Das ist doch das Fitnessstudio. Park Office. Nicht ganz. Gibt's hier nicht etwas zum Fahren? Ein Fahrrad oder so? Da ist das Fitnessstudio, das sieht man doch. Yay. Jetzt könnte man hier auch einfach trainieren oder so. Hallo du? Ey, nicht zu viel rauchen, das ist ungesund. Oh, sehen. Alles flüssig. Okay. Wie machen wir das jetzt? Scheinbar ist es nicht offen. Muss ich nur ein bisschen warten. Okay. Da sind noch drei. Hallo. Was? What the fuck? Stehst du nicht mehr auf? Komm schon. Warte, noch nicht. Okay, one hit. Komm jetzt, steh auf. Steh doch auf! Ich wollte dir ja nicht viel machen. Okay, der ist der Tode. Der ist der Tode im Video. Okay, hier sind Athletikgeräte. Wow. Ich will irgendwie ein bisschen Action oder so. Wollen wir ein bisschen Krieg machen, aber dann kann ich euch die anderen Sachen nicht zeigen, wenn ich dann. Ich will ein bisschen fräsen. Gehen wir mal zum Riesenrad. Ja, momentan ist ein bisschen Flaute, weil Nacht ist. Aber es wird wahrscheinlich bald Tag. Und jetzt kommen die Bullen oder was? Oh, schade. Okay, sie suchen mich. Muss ich besser. Oh, ich will Jet-Ski fahren. Das ist das Beste. Ich nehme den roten. Ich mag rot. Aber den richtigen. Oh, die Bullen kommen. Ich gehe jetzt hier durch. Die Wellen haben mich noch nach links getrieben. Fast wäre ich zu. Oh Gott. Nein, 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 nein. Hau ab. Wow, schaut euch diese Sichtweite an. Also man sieht die ganze Stadt, das ist richtig cool. Okay, die Sterne blinken. Jetzt sieht's aus. Ja, jetzt ist es weg. Also. Ja, Jet-Ski fahren ist wirklich toll. Über die Wellen zu jumpen. Bisschen schneller hätte ich es gerne. Aber es ist realistisch. Komm, wir. So. Da ist ein Traktor. Was macht der hier? Was machen die? Oh, schaut mal. Oh, schaut mal.
Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Hallo Traktor. Okay, ist nicht mehr drin. So, jetzt fängt das Strandleben an. Oh, jeden Tag Sonntag. Scheinbar. Das ist richtig cool. Es gibt, glaube ich, nicht so Änderungen an Wochentagen, aber das wäre richtig cool. Ich hoffe, es wird mal gemoddet. Und ja. Auf dem PC, wenn ENB oder so rauskommt, mal schauen, ein bisschen die Grafik verbessern. Noch verbessern, ich weiß gar nicht, was noch besser sein kann, werden kann. Aber ja, jetzt kommen plötzlich dann die Leute. Finde ich geil, wenn wie einfach die Leute auftauchen. Hallo Jesus. Momentan nicht, danke. Ich will nämlich jetzt kurz Gameplay zeigen, die Missionen später machen. Das sind wahrscheinlich die Freaks. Okay. Schöne Seite. Das sieht wie ein BMW aus. Eigentlich BMW. Mercedes. Genau, Mercedes. Ah, die machen den Ding. Den Strand wieder glatt. Okay, hier hat sogar einen See. Ja. Oh, richtig cool. Okay, die Leute kommen jetzt. Scheinbar sind sie echt schnell aufgekreuzt. Wollten unbedingt an den Strand. Okay. 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 Ich habe mich voll überbelastet. Ah, das passiert mir im Real Life nicht, aber dir passiert. Sag mal was. Willst du mich stören oder was? Hä? Ja, ich kenne dich, okay. sind alle irgendwie so aggressiv plötzlich, wenn man irgendwas falsch macht. Ich darf nicht da drauf. Ich darf nicht mit ihm reden. Er beleidigt mich sofort. Oh, tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich klau den. What the fuck? Genau. Wow, schau die Strahlen. Schöne Sonnenstrahlen. Was? Die Polizei kommt nicht mehr? Ja, zeig mal das Strandleben, bitte, Spiel. Da kommt Flugzeug und wir landen. Und fliegt es nur drüber. Scheinbar. Okay. Genau, das musst du es nur machen. Strandleben, Strandleben. Also richtig cool. Ich werde das Spiel genießen und ja, mal schauen, was ich GTA 5 alles bietet. Also es bietet ja extrem viel und ja, ich habe so extrem Lust, einfach mit euch ein bisschen Scheiße machen und ja, zum Beispiel zeige ich vielleicht mal die Easter Eggs, wenn ich die alle finde und was könnten wir noch alles noch machen? Einfach so Spaß, irgendwas ausprobieren. Und vielleicht mal eine Mission machen. Gibt es eigentlich noch die Bürgerwehrmission? Glaube ich nicht. Oh, 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 oh. Ich weiß, was ich mache. Schanzentime. Geh weg, geh weg. Weg da. Ups.
Jesus Christ. So, was ist für Zeit? Was ist für Zeit? Sonntag 7 Uhr. Okay, 7:45 Uhr. Also. Kommen die Leute wahrscheinlich bald, die die auch ein bisschen sonnen wollen. Ah, schaut euch mal das an. Das gab's bei San Andreas noch nicht. So viele Strandobjekte. Und San Andreas war ja schon ober mega spitze und jetzt haben die das noch vielfach übertroffen. Mit der Lebendigkeit, mit der ja, Abwechslung. Einfach alles. Realismus. Ups. Ich knack mir ein bisschen an der Palme. Den Kopf auf. So. Ich geh mal aufs Klo. Kann man nicht rein. Ja, Lavabo kaputt machen. Sehr schön. da sind zwei Leute, drei Leute. Oh, Bikini-Schönheit. Ihr müsst euch umziehen. Zieht euch um. Du da, zieh dich um. Da ist er. Hallo. Bist du schön? Also eben mein PC tut nur die optimalen Einstellungen knapp knacken. Hat trotzdem ein schönes Spiel. Natürlich ist, ja, ist halt ein bisschen schlechter als gut. Aber es ist richtig, ja, mein PC könnte so eine Grafik gar nicht. Fick dich. Ich hab gar nicht. Ich wollte es gar nicht. Oh, da landet ein Flugzeug. Bei San Andreas hat man das nie gesehen, ein Flugzeug landet es vom Strand aus, weil ein Berg davor war und die Sichtweite auch nicht so hoch. Und hier kann man schön schauen. So ist eigentlich der Berg weg. Den haben sie, glaube ich, woanders gemacht, das, dieses Gebäude da auf dem Berg. Oh, das muss man doch fotografieren. Aber das kann ich wahrscheinlich gar nicht machen. Foto. Wo ist Foto? Snapmatic? Was ist das? Okay, man kann nicht laufen. Aha, man kann es machen. Gut. Weiter. Und jetzt aufhören. So. Speichern? Sollen wir speichern? Wieso automatisch speichern? Nein. ESC. Bist du sicher? Nein. Ey. Ja. Ich will nicht automatisch speichern. Ich speichere einfach dann schnell und dann gehe ich nach Hause und speichere so. Weil, das will ich nicht die ganze Zeit haben. Okay, jetzt spiele ich ein bisschen Basketball. Gib mir ein Basketball. Gib mir ein Basketball. Oh, schade, wie viele Leute jetzt schon hier sind. Ich hab's, glaube ich, auf Maximum. Also die hohe Anzahl der Menschen. Aber momentan ist noch nicht so viel los. Ich kann ja mal kurz nachschauen. Ich zeige, was ich so als Maximum habe. Also eben das FXAA und so. TXAA. Ey. Ich will nur runter. So, jetzt. V-Sync habe ich aus natürlich. Weil ich das nicht brauche, weil meine Grafik nie Probleme macht. Hier seht ihr alles voll. Hier alles auf normal. Ich kann auch hoch machen, aber dann ist die belastet. Ja. Sonst eigentlich Pixelqualität
Ich will das so machen, aber... Eigentlich habe ich ja mehr Grafikspeicher. Eigentlich habe ich ja 4000, also würde es eigentlich gehen. Nein, nicht sehr hoch. Oh. Geht noch besser. Es geht. Keine Lags. Schön viel. 42 FPS. 45 FPS. Ah, oh, man kann es sogar hoch, höher stellen. Man muss es einfach mal ignorieren und selber schauen, wie viel Lags es macht. Und alles geht gut. Also, ja, ich habe es wieder runtergestellt wegen Fraps, weil ich dachte, Fraps macht Probleme. Aber Fraps macht überhaupt keine Probleme bei diesem Spiel. Es ist einfach so, dass die CPU bei dem Spiel nicht mehr Kerne verwendet werden. Und das ist das Problem. Ja. Also dann mache ich hier einen Schnitt und zeige ich dann... Okay, man sieht es schon ein bisschen besser. Zeige ich dann noch irgendwas anderes. Ich weiß, glaube ich, wo ich hingehe. Okay, die ist müde. Oh, das ist Luxus. Hier ist überall alles so sexy. Okay, dann mache ich Schnitt. Bis gleich. So, suchen wir mal das Ding, was ich meine. Ich finde es einfach richtig lustig, dass man es machen kann. Ich hoffe, es geht irgendwie. Aber ohne Lags bitte. Habe ich die Grafik ein bisschen zu hoch eingestellt? Nein, ist nur wegen Fraps gewesen. Gut. So, das Observatorium, sehr gut. Da muss es in der Nähe sein. Okay, es laggt zwischendurch ein bisschen. Wegen der Schnelligkeit wahrscheinlich. Hm. Und es sind nur 28 FPS, wieso laggt es denn? Komisch. So, gehen wir mal hoch. Ja, das mag mal Fraps. Es gibt irgendwo ein Restaurant mit einem Ball. Den Ball kann man so schieben. Muss ich wahrscheinlich ein bisschen die Grafik drunter stellen. Es muss hier sein. Irgendwo hier. Das ist da, wo man immer runter geht. Genau. Ich glaube, es ist hier nach links. Ein Marktschall. Hier. Ist das neu? Wahrscheinlich, also in der PC-Version noch. Oder mir ist ja nicht aufgefallen in den Videos. So, wo ist das? Wo ist das Restaurant mit dem Ball? Es war doch nach rechts. Ach, schade, wenn ich das nicht finde. Es gibt noch ein zweites Restaurant. Das ist, glaube ich, gar kein Restaurant. Es ist so ein... Was ist nicht? Freizeitaktivität. Und, ja, und er krollt halt runter und so. In richtigem Physik. Ein richtiges Physikspielchen. Okay, dann werde ich zum zweiten Part mal suchen gehen. Oder bis zum zweiten Part am besten. Weil es muss hier sein, es kann nicht so weit sein. Ich gehe mal runter hier. Es ist gar nicht so weit unten, es ist oben. Ja, es muss irgendwo da oben sein. Aber wo, weiß ich jetzt nicht. Hm. Okay,
Ah, ich könnte noch ein bisschen länger machen, oder? Machen wir noch etwas? Genau, wir gehen mal zum Hippiedorf. Das weiß ich ja, wo das ungefähr ist. Oh, ist das ein Hase gewesen? Tut mir leid, Osterhase, aber sie wurden jetzt von einem Motorrad überfahren. Was ist hier? Das kenne ich irgendwie auch nicht. Es gibt relativ viel Neues, habe ich so das Gefühl. Oh. Oh. Ah, das ist... Ah, das ist die... okay. Eine Baustelle. Ey. Muss er besser bremsen. Da geht das auch weg. Schaut euch mal die Hasen. Kanickel. Die sind übrigens so häufig wie die Kanickel. Das habe ich mich sogar... Ey. Man verliert jetzt so schnell den Überblick. Komm schon, bitte. Nicht lecken. Ja, genau, hier leckst du. Ja. Hier leckst du. Da der Unterschied eigentlich nicht so stark ist, werde ich die Ding runter machen und schau mal, dass ich etwas anders. Okay, ich habe gar nicht. Hä? Ist auch gar nicht gespeichert, okay. Was soll ich denn runterstellen, wenn es leckt? Wenn es leckt, dann ist es Fraps, da kann ich gar nichts runterstellen. Das bringt einfach nichts. Schade. Nachbearbeitung. Hoch. Ultra. Normal. Bewegungsunschärfe. Aha. Nein, brauche ich nicht. Partikel mal hoch. Shade-Qualität. Ja, ich kann leider nicht so viel ändern. Ja, es liegt auf Fraps, also eben. Sobald ich einen neuen PC habe, kann ich alles auf Ultra spielen und dann können wir so richtig loslegen. Also, bevor Fraps noch abstürzt oder sonst irgendwas macht, sag ich mal Tschüss, Dankeschön fürs Schauen und jo, morgen weiß ich Bescheid, wann ich das Geld bekomme und ja, den PC kaufen kann. Also Tschüsschen, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen.